Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gimmadeko und herzlich willkommen zu diesem Overwatch-Video. Ganz genau, es wird wieder mal Zeit, dass ich mich mal zu Wort melde, Thema Overwatch 2, weil da habe ich mich ja noch nicht zu Wort gemeldet. Und erstmal gehen Grüße raus an CG, hier hast du dein Sonntagsvideo, viel Spaß damit. Und ja, Overwatch 2, wo ich mir den Cinematic-Trailer angesehen habe, den Gameplay-Trailer, dann diese ganzen Neuerungen, plus noch ein paar Highscore-Videos angeguckt, plus bei GameStar-Videos bin ich nicht so sehr gehypt, wie ich es eigentlich möchte. Warum, wieso, weshalb? Erstens, das PvE. Ich freue mich zwar auf das PvE. Bin ich ehrlich, ich freue mich darauf. Ist wie das beim Archiv-Event. Man spielt zu viert Koop, kämpft sich durch die Reihen. Sieht hammer nice aus. Man kann seine Helden aufleveln. Geile Sache. Nur die Frage ist, wie ist der Wiederspielwert? Da haben viele Bedenken und ich genauso. Ist der Wiederspielwert sehr hoch? Kann man die Mission wiederspielen, so oft man will, ohne dass es einen langweilig wird? Nun, was wir ja gesehen haben in diesem PvE-Gameplay, ist, dass wir zum Beispiel Items zur Verfügung haben. Tower, Barrieren, was nicht schlecht ist. Nur frage ich mich, wie abwechslungsreich ist das? Wie gesagt, Wiederspielwert. Und ich hoffe, es ist sehr, aber was ich bisher gesehen habe, na gut, wir haben ja bisher nicht alles gesehen, stimmt mich das ein bisschen traurig. Es wird ja auch noch, man levelt ja, wie man weiß, die Helden durch sogenannte Koop-Missionen. Nicht durch diese Story-Mission, sondern durch die Koop-Mission kann man seinen Lieblingshelden leveln. Und ich sehe schon kommen viele Maze, viele Bastion, viele Genjis. Ich gehe jetzt schon mal heulen. Ja, und ich bin gespannt auf den Wiederspielwert. Ob es so ist, wie gesagt, ich sehe da jetzt noch ein bisschen schwarz. Ein bisschen. Gut. PvE, wie gesagt, wir kennen es ja vom Archiv-Event. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich hoffe, es wird hammergeil, aber da steckt schon die erste Sorge dahinter. Dann das nächste, der neue Modus, Push. Wo ich mir denke, jo, das hätte schon früher kommen können, weil in Heroes of the Storm bei der einen Science-Fiction-Map, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Gibt es auch dieses kleinen Push-Modus, da musste man ein Fahrzeug zu einem Tower bringen. Der Tower würde dann aktiviert und man schießt Raketen auf die gegnerische Base. Also Blizzard kannte das Konzept, dass es jetzt bei Overwatch 2 kommt, also besser gesagt Overwatch jetzt erst kommt. Wundert mich, ich hätte eigentlich damit viel früher gerechnet. Ich denke mal, was ich auch schätze, dass dieser Push-Modus sogar vor den Start von Overwatch 2 reinkommt. Als Beta oder so. Oder generell auch als Vollversion für die Overwatch 1 Spiel schon mal. Wäre sogar eine Entlastung für Blizzard. Nun, der Release-Termin für Overwatch 2. Nun, gibt ja viele Gerüchte. Nächstes Jahr Sommer, Winter, Herbst, viertes Quartal, drittes Quartal. Ich habe mich jetzt mal auf zwei Termine festgelegt, wo ich meine, da könnte Overwatch 2 erscheinen. Der erste Termin ist der früheste Termin und zwar wäre das Winter 2020. Also Winter 2, Weihnachten 2020 besser gesagt. Also dass Overwatch 2 zur Weihnachtszeit rauskommt, wäre gut für Blizzard. Schön ins Weihnachtsgeschäft, schön mitnehmen, was man bekommen kann. Plus, wir wissen von Gerüchten her, dass wahrscheinlich auch zu Weihnachten 2020, also Ende November, Anfang Dezember, die PlayStation 5 rauskommt. Sprich die neue Konsolengeneration, denn wir wissen, Sony hat den Entwicklern entweder einen Prototypen oder Daten gegeben von der Leistung der neuen Konsole. Wäre auch nicht schlecht, weil hätte was, weil, jetzt sage ich wieder weil, weil für die, die sich dann PlayStation 5 holen wollen und auch Overwatch spielen, ist das ganz gut. Wenn noch Blizzard clever ist, tun sie noch mit Sony einen Deal machen, so eine Art Bundle, PlayStation 5 mit
Overwatch 2 hätte was, würde ich mal sagen. Also, warum nicht? Also, das wäre der frühestmögliche Termin, wo ich mir vorstellen könnte, ja, da könnte Overwatch 2 rauskommen, wenn die neue Konsolengeneration rauskommt. Der nächste Termin, den ich aber, ich sag mal so, 30-40% denke, der sein könnte, wäre der 5. Geburtstag von Overwatch. Warum? Ganz einfach. Der 5. Geburtstag von Overwatch ist, wie gesagt, 2021. Und das wäre so eine Art Zepterübergabe. Overwatch 1 übergibt das Zepter an Overwatch 2. Klar, das finde ich ja auch gut. Wir wissen, dass wir Overwatch 1 Spieler mit den Overwatch 2 Spielern zusammenspielen können. Nur wir haben dann eben halt diese Skins nicht, die Overwatch 2 haben, Overwatch 2 Spieler haben, diese Standard-Skins. Vielleicht kriegen wir die Overwatch 1 Spieler, die nachträglich irgendwie gekauft oder verdient. Wer weiß, was da Blizzard vorhat. Und das finde ich schon mal gut. Ich finde es auch gut, dass wir auch die Kosmetik von Overwatch 1 auf Overwatch 2 übertragen können. Finde ich super. Und das wäre für mich auch ein Termin, wo ich jetzt sagen könnte, zu einer Zepterübergabe, Overwatch 2, du bist jetzt dran. Ja, wie gesagt, was ich an Overwatch 2 gut finde, dass die Story weitergeht. Und wir wissen, es wird spannend, Null Sektor, Talon als Gegner mit dem neu formierten Team von Overwatch. Warum nicht? Und das stimmt mich, wie gesagt, leicht fröhlich, aber wie gesagt, wie ist der Wiederspielwert? Da sehe ich noch ein bisschen schwarz. Ich hoffe, da ändern sie einiges. Ja, dann frage ich ja Preis. Viele vermuten, dass es ein Vollpreistitel wird, sprich 60, 70 Euro. Was ich auch zu größtenteils denke. Ich hoffe, dass es günstiger ist. Also ich schätze mal, also 30, 40 Euro würde ich sagen, ist es wert. Aber wir können davon ausgehen, dass es ein Vollpreistitel wird. Mal gucken, wie es so kommen wird. Aber das ist die gängige Meinung und viele haben jetzt schon gesagt, sie würden das nicht für einen Vollpreistitel kaufen. Also werden viele dann warten, bis es billiger ist. Das nächste Ding, wo ich sagen muss, und ich glaube, das wird wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt an Overwatch 2 sein, ist, dass wir wissen ja, Jeff Kaplan hat gesagt, jetzt wird zu 100% sich auf Overwatch 2 konzentriert, dass dadurch Overwatch 1 total vernachlässigt wird. Du, ich habe, wie gesagt, sie sollen sich auf Overwatch 2 konzentrieren, aber dürfen Overwatch 1 nicht so stark vernachlässigen. Ich habe einen Artikel gefunden, und zwar geht es darum, dass, ich verlinke ihn euch in meiner Beschreibung, hier ist nochmal ein Link im Video eingeblendet, da wurde schon berichtet, dass Overwatch 2 schon längst in der Produktion war. Deswegen haben wir Overwatch 1 Spieler zu wenig Inhalte bekommen in den Events. Also keine im Events keine neuen Inhalte. Generell kriegen wir jetzt generell nur in den Events Skins. Im Kosmetik. Dann haben wir zwischendurch diese spielbaren Aufgaben. Wie Bastion, Mercy. Die auch ein bisschen eine, zum Beispiel jetzt das Neueste mit Mercy, eine kleine Geschichte erzählen. Die uns jetzt zu Overwatch 2 führen sollen. Was ich auch gut finde. Aber die Events, bis auf das Archiv-Event jetzt, hatten echt kaum neuen Inhalte. Selbst bei Halloween, ich habe dieses Jahr Halloween Horror, habe ich nicht das Schankenstein gespielt, weil es langweilig ist. Die hätten mal wenigstens zum Beispiel den Schlechter oder das Sumpfmonster irgendwie noch mit einbinden können, meiner Meinung nach. Das hätte vielleicht noch ein bisschen ein Spiel bisschen aufgepeppt, aber das haben sie nicht gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Dann, was mich leicht sauer aufstoßen lässt, und ich glaube, das wird wahrscheinlich der größte Fehler von Blizzard sein, ist, Jeff Kaplan hat ja gesagt, sie konzentrieren sich jetzt 100% auf Overwatch 2. Und dadurch werden keine neuen Event-Inhalte mehr kommen. Sprich, wenn die das so sagen, also keine neuen Event-Inhalte, sprich wir kriegen zwar unsere Skins, unsere Cosmetics, kriegen wir, aber keine neue Spielmodi oder so, sowas kriegen wir nicht. Na gut, die letzten Jahre haben wir das eh bekommen. Was mich das aber aufstoßen lässt, ist, dadurch wird das Archiv-Event mit so ein Standard langweiliges Event wie die anderen Events. Das Archiv-Event ist das einzige Event, was Overwatch
was Overwatch größtenteils ihre Spieler wieder zurückgebracht hat. Weil du hattest eine kleine Story, du hattest neue, sag schon, eine neue kleine Herausforderung mit den Aufstand, Vergeltung, Sturm. Es war was anderes, statt immer das PvP. Hier hat man eben das PvE, was eben halt jetzt bei Overwatch 2 kommt. Wie gesagt, sie sagten, es wird keine spielbaren neuen Inhalte für die Events kommen. Und das, wie gesagt, stoßt mir sauer auf, weil für mich ist das der größte Fehler, den jetzt Blizzard machen kann. Das Archiv-Event ist das beste Event, was Blizzard zu bieten hat in Overwatch. Und das jetzt ganz und gar fallen lassen, ist sogar, meiner Achtung, der größte Fehler, den sie machen können. Warum? Ganz einfach. Mit dem Archiv-Event kann man Leute oder Spieler, die noch nicht so sehr auf Overwatch 2 gehypt sind oder sich kaum dafür interessieren, mehr Interesse wecken. Man kann, wie beim letzten Event Sturm, hatten wir zum Schluss die Szene mit Doomfist, der mit dem Anführer von Null Sektor gesprochen hat. Und da kann man, wenn ich jetzt mal, schätzungsweise sage ich jetzt mal 2021, könnte es sein, dass Overwatch 2 rauskommt, hat man noch zwei Archiv-Events dazwischen, da kann man eine Story erzählen, die direkt an Overwatch 2 anknüpfen. Sprich, man erzählt eine Story, ich sage jetzt mal Beispiel Talon. Der von Null Sektor sagt, jo, um mit euch ins Geschäft zu kommen, brauchen wir das, 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 besorgt uns das, dann sind wir Partner. Dann spielen wir eben halt wie immer viermann Koop mit Tombfist, Moira, Sigma und dann irgendeinen anderen DPSer und spielt dann ein kleines PvE und kämpft gegen, sag ich jetzt mal, Polizisten, gegen andere Overwatch-Mitglieder und, die das verändern wollen. Zack. Und damit kann man die Geschichte ein bisschen weiter erzählen. Und das letzte Archiv-Event, bevor Overwatch 2 rauskommt, schlägt dann die Brücke zu Overwatch 2. Das können die so geil machen. Das könnten sie machen. Da wird das Interesse an Overwatch 2 meiner Meinung nach noch größer. Für Spieler, die noch unentschlossen sind. Vielleicht wird Overwatch 2 dadurch auch mehr gehypt. Das Ding ist zum Beispiel, man kann auch eine Geschichte erzählen über Reinhard, Brigitte, Turbion und Bastion. Warum gerade Bastion? Ganz einfach. In dem Comic hatten wir ja, dass jetzt Bastion und Turbion zusammen auf Reisen gehen. Die vier finden zueinander und sagen, jo, ihr Overwatch wird neu gegründet. Was hältst du davon, Turbion? Jo, warum? Und dann eben gehen sie dann so eine kleine Geschichte durch und gehen schon mal selbst auf Spurensuche wegen Null Sektor. Das könnte man sogar erzählen. Und Bastion wäre dann die Schlüsselfigur. Wir sehen ja hier auf diesem Bild, dass Bastion und Turbion sich verändert hat. Und Bastion wurde ja von Turbion, kann man sagen, ein bisschen restauriert. Das kann man noch sogar in Archiv-Events erzählen. Und so könnte man Overwatch 2 ein bisschen hochhypen. Aber wie Chef Captain sagte, es wird keine neuen spielbaren Inhalte mehr geben in den Events. Und das ist gerade schade. Highscorers sagte, der Weg zum Release von Overwatch 2 wird der steinigste Weg für Overwatch aller Zeiten. Der ist nicht nur steinig, lieber Highscorers. Der ist steinig, der ist voller Gefahren, der ist voller Minen, der ist ein reinster, wo ich sage, es kommt kein, man kann kaum vorankommen. Und ich bin der Meinung, dass da in der Zwischenzeit zwischen jetzt der Ankündigung von Overwatch 2 bis zum Release, glaube ich, werden viele Spieler abspringen, weil sie hören, keine neuen spielbaren Modi. Klar, ist verständlich, sie wollen sich auf Overwatch 2 konzentrieren, aber dann sollen sie wenigstens ein kleines Team abstellen oder Leute einstellen, die sagen, jo, wir wollen Overwatch bisschen noch interessant machen für die Spieler oder für neue Spieler, die erst reinkommen wollen ins Overwatch-Universum. Deswegen macht ein gutes Archiv-Event, macht ein gutes Lucy Ball, also Sommerspiel-Event. Außer Skins, wir brauchen eigentlich das Spielmodi, um eigentlich die bei Stange zu halten. Ich denke mal, viele, die jetzt abspringen werden, werden wahrscheinlich auch nicht zurückkommen zu Overwatch 2. Also da denke ich nicht, dass da einige zurückkommen. Es werden Spiele abspringen, so viel steht fest, wenn sie Overwatch 1 vernachlässigen. Und das ist für mich der größte Trick an Overwatch 2. Dass sie jetzt 100% in die Entwicklung von Overwatch 2 reinstecken, ist, kann man sagen, fast die Beerdigung für Overwatch 1. So sehe ich das. Die müssen die Overwatch 1 Spieler bei Laune halten. Und es geht nicht mal um Skins oder sowas. Nein, es geht darum um Spielinhalte. Das nächste, was eben
mir auch leicht sauer aufstoßen lässt, aber wo ich es verstehen kann, ist, wir kriegen auch kaum neue Maps und neue Helden. Unser November-Held hatten wir nicht. DPS, wir haben keinen bekommen. Chef Keppel meinte ja, Minimum kriegen wir noch einen Held. Minimum. Und ich schätze mal, dass der Held wird Echo sein. Als TPSer oder TPSer, als TPSer oder Support. Oh, geil, wieder mal von dir. Falscher Gedanke. Oder ein Tank. Ich bin mal gespannt. Also ein Held sollten wir noch kriegen. Bin gespannt, welcher das ist. Und ja. Soweit. Was auch noch geändert werden muss. Liebes Blizzard-Team, ändert mal bitte eures Highlight des Spiels, weil größtenteils, wenn ich spiele, ist das Highlight des Spiels so, sag mal, 70 bis zu 80%. Ist es das falsche Highlight. Da macht einer ein vierfach, fünffach Kill sauber, Sahne. Wer kriegt das heißt Spiel? Moira. Oder ein Zen. Oder ein Genji, der dann nur ein Kill oder zwei Kills gemacht hat. Wo dann nicht mehr steht, Lebensretter oder sonst was. Nein. Einfach so. Macht daraus lieber persönliches Highlight des Spiels. Also, dass jeder sein persönliches Highlight des Spiels sieht. Und das würde sogar besser kommen, meiner Meinung nach. Und das nächste ist, diese Ehrungssystem. Alter. Das ist... Nee. Du erst. Wirst ein paar Mal geehrt. Steigst eine Stufe auf bis Stufe 4. Erst immer noch. Du wirst nicht geehrt für 2, 3, 4 Spiele. Sag, bist du wieder Stufe 3. Das muss auch geändert werden. Weil... ich weiß nicht. Das ist mit dem Ehrungssystem. Finde schön, dass man da Lootboxen bekommt und so. Aber, wann steigt man auf, wann steigt man ab, ist nicht ersichtlich und das ist gerade ein Fehler. Sorry, wenn ich das so sage, das ist aber ein Fehler. Meiner Meinung nach. Also da müssen sie auch das überarbeiten. Generell, was ich jetzt auch sagen muss, ist, wie es aussieht, wird die Overwatch 2 Crossplay in beinhalten. Sprich, man spielt dann mit Xbox-Spielern und PC-Spielern. Da muss Blizzard zusehen, dass es einem gerecht bleibt, denn... Sind wir ehrlich, PC-Spieler sind da, was Steuerung angeht, klar im Vorteil gegenüber Konsolenspieler. Also da muss auch eine Lösung her. Und ja, Overwatch 2. Bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass die PvE-Mission einen großen Wiederspielwert haben. Wir werden es sehen. Bin mal gespannt. Also warten wir jetzt nochmal bis 2020, 2021. Aber dieses Blizzard-Team, vernachlässigt bitte nicht Overwatch 1. Dann das könnte euch sogar das Genick brechen. In dementsprechend bedanke ich mich immer fürs Zusehen und sage wie immer Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Ach ja, Gamertico ist aus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.